Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 144 Fletcher, zweiter Teil. Mit dem Pergament in der Hand eilte Hermine hinter Severus die Wendeltreppe hinunter und sie rannte ihm nach, bis sie aufgeholt hatte und etwas aus der Puste gekommen, fragte: Was ist nur los mit Ihnen? Er reagierte nicht, sondern legte nur noch einen Schritt zu. Den ganzen Tag über waren Sie erträglich, sagte Hermine, während sie mit ihr mitzuhalten versuchte. Warum sind Sie auf einmal wieder so ein Ekel? Er drehte sich blitzschnell um, sodass sie in ihn hineinlief, bevor sie wieder einen Schritt zurückging, um ein wenig Abstand zwischen ihm und sich zu bringen. Was haben Sie ihm gesagt? Zischelte er bedrohlich, bevor er seine Arme vor der Brust verschränkte. Ach, Sie reagieren ja doch auf mich, konterte sie. Eines seiner Augenlider zuckte, bevor er sich wieder umdrehte und seinen Weg fortsetzte, während sie ihm folgte und ständig fragte, was nur geschehen sei, dass er jetzt so übel gelaunt wäre. Ob ihn jemand gekränkt hätte oder ob er andere Beschwerden hätte. Möglicherweise, das war ihr als erstes in den Sinn gekommen, hatte Harrys indirekte Erwähnung seiner Kindheit an den Verlust seiner Eltern in Severus wieder so ein trauriges Gefühl wachgerufen. Als sie ihm sogar in die Kerker folgte, obwohl sie selbst im vierten Stock wohnte, da giftete er sie an. Warum folgen Sie mir wie ein treudummer Hund? Ach kommen Sie, wir beide wissen doch, dass Sie Hunde mögen. Außerdem sagt mir der Name des Trankes etwas. Und ich dachte, wir könnten beide noch etwas in Ihren Büchern blättern. Ah, Sie wollen wieder etwas dunkle Magie auftanken. Sie haben ja lange nichts dergleichen gelesen, warf er ihr höhnisch vor, als er sein privates Büro betrat und die Tür hinter sich einfach offen stehen ließ, damit sie auch eintreten könnte. Aber ihr gleichzeitig auch klar wurde, dass er momentan nicht in der Stimmung war, seine Zeit mit ihr verbringen zu wollen. Ich muss gar nicht danken, aber Sie dürfen mir trotzdem etwas zu trinken anbieten. Sie legte den Brief unaufgefordert auf das kleine Pult, an welchem sie damals die Traumdeutung für ihn geschrieben hatte. Mittlerweile bezeichnete sie den kleinen Arbeitsplatz als ihren eigenen. Von Schlafes Bruder habe ich schon einmal gelesen, aber mir fällt nicht mehr ein, in welchem Buch, behauptete sie. Das halte ich nicht für möglich, denn das würde bedeuten, dass Sie sich neben den schwarzmagischen Büchern, die ich Ihnen zu lesen gegeben habe, noch andere zu Gemüte geführt haben. Es sei denn, Sie haben Ihr neu entdecktes Steckenpferd ausgedehnt, ohne mich davon in Kenntnis zu setzen. Sie ignorierte seine letzte Bemerkung und stimmte innerlich seiner ersten zu, obwohl sie hundertprozentig davon überzeugt war, erst vor kurzem über den Trank gestolpert zu sein. Sie rief sich alle schwarzmagischen Bücher ins Gedächtnis, die sie jemals aufgeschlagen hatte, und mit einem Male hatte sie die Antwort. Ja, natürlich, sagte sie, als es ihr plötzlich wieder eingefallen war und womit sie Severus Aufmerksamkeit erregte. Die Bücher, die sie in ihrem Labor haben liegen lassen. Da waren zwei schwarzmagische Bücher dabei und in einem von denen habe ich geblättert, bis sie gekommen waren. Sie verstummte, als sie sich vor Augen hielt, was danach geschehen war, dass er gesagt hatte, sie würde Bellatrix Lestrange ähnlich werden, und ihr fiel auch wieder ein, dass sie in der gleichen Nacht Harry geküsst hatte. Peinlich berührt, sagte sie. Ich bin mir sicher, dass es in dem Buch stand. Zeigen Sie mir die Bücher, bitte? Wenn Sie sich so sicher sind, sagte er, bevor er das Büro verließ, um ins Labor zu gehen, wo er sie versteckt haben musste. Er kam mit den beiden Büchern zurück, legte sie auf ihr Pult und zog seinen Stab, bevor er einen Schutzzauber sprach, damit man die Seiten aufschlagen konnte, ohne von ihnen verführt zu werden. Bitteschön. Mit einem leisen Danke
setzte sie sich und begann zu blättern, bevor sie sagte: Sagen Sie, welche Seite hatten Sie damals in diesem Buch nochmal aufgeschlagen? Was tut das zur Sache? Er klang sehr grantig. Weil ich ein paar Seiten zurückgeblättert hatte. Ich würde es schneller finden, wenn ich die Seitenzahl kennen würde. Erklärte sie. Er nannte ihr die Seite offensichtlich aus dem Kopf, sodass sie sie aufschlagen konnte. Schon war sie in ihren Gedanken nicht mehr bei Schlafes Bruder, sondern bei Severus' kleinem Geheimnis, denn die genannte Seite behandelte, wie man durch schwarze Magie Zerstörtes wieder zusammenfügen könnte. Sie sagen mir nicht, was Sie suchen, oder, Severus? Fragte sie mutig, wenn auch leise und flehend. Er blickte ihr starr in die Augen und schien tatsächlich einen Moment lang mit sich zu hadern, bevor er zaghaft den Kopf schüttelte. Sie wissen aber, dass ich Ihnen helfen möchte? Es geht hier um eine Anfrage aus dem Krankenhaus und nicht um... Er stoppte sich selbst, bevor er zu seinem Schrank hinüberging. Seufzend blätterte Hermine einige Seiten vor, als Severus ihr plötzlich ein Glas unter die Nase hielt. Der scharfe, aber aromatische Duft ließ sie erstaunt aufblicken. Sie sagten doch, sagte Severus ruhig, dass ich Ihnen etwas zu trinken anbieten darf. Das Glas stellte er auf ihren Tisch, bevor er sie darüber aufklärte. Der edle Tropfen stammt aus dem Jahr, an dem das Abkommen zur Geheimhaltung der Zauberei beschlossen wurde. Sie machte ganz große Augen und fragte: 1792? Und davon geben Sie mir etwas? Ich habe die Flasche gestern Abend bereits angebrochen. Hermine roch an dem Inhalt des Glases, bevor sie beschämt offenbarte: Das wird Verschwendung sein, wenn ich ihn trinke. Ich werde keinen Unterschied zu anderen Marken feststellen können. Habe ich Sie denn um ein fachmännisches Urteil über den Geschmack gebeten? Fragte er spöttisch, sodass sie beleidigt den Kopf schüttelte. Dann genießen Sie ihn. Einen winzigen Schluck kostete sie von dem Whisky, der leicht auf ihrer Zunge brannte und ihr die Kehle erwärmte. Im Buch blätternd fand sie die Stelle, die sie schon einmal fasziniert überflogen hatte, und in Gedanken las sie: Wie Schlafes Bruder ist auch jener Verwandte von Felix Felicis nicht den Glücksbringern zuzuordnen. Mit einem Trank wie auch mit einem Fluch lassen sich gelenkte Schicksalsschläge für verhasste Mitmenschen gezielt herbeirufen. Schlafes Bruder war hier angesprochen worden, obwohl sich das Kapitel eigentlich um das Pendant zu Felix Felicis handelte. Aber wenn Schlafes Bruder hier nochmals genannt wurde, dann musste er in den vorigen Kapiteln bereits ausführlich behandelt worden sein. Also blätterte sie wieder zurück. Beim Durchblättern stieß sie auf ganz furchtbare Tränke, wie zum Beispiel der Zenkerzunge, einem Trank, der die Zunge dermaßen anschwellen ließ, dass sie einem den Mund auseinanderreißen konnte, was einen qualvollen Tod bedeutete, wenn man vorher nicht schon an dem aufgeblähten Muskel erstickt war. Weil Hermine, ohne es zu wissen, ihr Gesicht verzog, fragte Severus, der sie offensichtlich beobachtet hatte: Über was sind Sie gerade gestolpert? Sie blickte erschrocken auf, schüttelte sachte den Kopf und erwiderte: Weißt du, was ganz Abscheuliches? Das Buch ist voll mit Abscheulichkeiten. Vielleicht wäre es besser, nichts konzentriert zu lesen, sondern es nur ein wenig zu überfliegen. Während sie weiter in dem Buch blätterte, denn ein Inhaltsverzeichnis gab es in der antiquarischen Schrift nicht, setzte sich Severus mit ein paar Unterlagen an seinen Schreibtisch, um konzentriert seiner eigenen Forschung nachzugehen, denn er las die Resultate seines Bluttranks, die Sanguini niedergeschrieben hatte. Nach einer ganzen Weile sagte Hermine ganz aufgeregt: Oh mein Gott, hier ist es! Es ist kein komplettes Kapitel über den Trank, er wird nur angesprochen, aber die Zutaten stehen immerhin aufgelistet. Severus näherte sich ihr, während sie noch einen Augenblick las und dann zu der Erkenntnis kam: Es steht nicht hier, wie er zubereitet wird. Ich denke, dass die genannten Zutaten für Professor Juno bereits einen willkommenen Hinweis darstellen werden. Er beugte sich über das Buch und las ein paar Stellen, bevor er sagte: Kopieren Sie die Textstelle, den Buchtitel und die Seitenzahl, damit die Professorin noch heute, auch wenn der Abend schon spät ist, eine Antworteule erhält. Ihr Glas Whisky hatte Hermine im Nu geleert.
Der Geschmack war angenehm, die leicht brennende Hitze in der Kehle willkommen. Das leere Glas stellte sie zurück auf ihr Pult und sagte nicht nein, als sich Severus mit der Flasche Whisky näherte, um ihr etwas nachzuschenken. Zur gleichen Zeit in einem heruntergekommenen Muggelpub in der Nähe des Urchins Clover ließ sich Mandanges von einer drallen Wirtin ein weiteres Glas Single Malt Whisky einschenken. »Womit willst du das denn nachher bezahlen, Fletcher?« Die mollige Dame mit dem hübschen Gesicht schäkerte gern mit ihren Gästen. »Keine Sorge, ich habe genug Asche bei mir.« Er klopfte auf seine Brusttasche. »Und wenn's nicht reicht, dann helfe ich in der Küche beim Abwaschen.« Er war mittlerweile leicht angetrunken und klang daher etwas lallend, aber er war überaus gut gelaunt, was an der Wirtin liegen mochte. Er zog die Dame an sich heran, sodass sie ihm auf den Schoß plumpste, was den hölzernen Stuhl unter ihm bedrohlich knarren ließ. »Nicht doch«, sagte sie, als sie sich nur halbherzig aus seinem Griff zu befreien versuchte und dabei über das ganze Gesicht strahlte. »Das letzte Mal, als du mir zu nahe gekommen bist, habe ich meine Uhr vermisst.« Daran konnte er sich erinnern, denn er hat es nicht übers Herz gebracht, die gestohlene Uhr zu versetzen. Meinst du die hier?« Er griff in seine Jackentasche und reichte ihr die Uhr mit den Worten: »Scheint dir beim letzten Mal aus der Tasche gefallen zu sein.« Sie grinste, zog aber eine Augenbraue in die Höhe, weil sie ihm nicht ganz glauben konnte. Nachdem sie die Uhr eingesteckt hatte und sich erhoben hatte, wollte sie wissen: »Soll ich dir gleich die ganze Flasche da lassen?« »Nein, mein Rauschgoldengel, ich genieße jeden Besuch von dir an meinem Tisch«, erwiderte er schäkernd. Sich in dem Pub umblickend, erspähte er einige finstere Gesellen. In der Muggelwelt gab es nicht weniger Diebe, Trickspieler oder andere Halunken. Alles in allem fand sich hier der gleiche Schlag Menschen wie in der Zaubererwelt wieder. Schwätzer, Zuhälter, Verbrecher. Das gleiche Gesocks, wie man es auch im Eberkopf antreffen könnte. Mandanges fühlte sich hier sehr wohl. Ein paar Minuten später öffnete sich die Tür nur zum spärlich besuchten Pub, bevor zwei Männer und zwei Frauen eintraten. Die vier neuen Gäste, offensichtlich ein Ehepaar, ein junger Mann und eine ältere Frau, klopften sich den Schnee von den Schultern, was Mandanges vor Augen hielt, dass es draußen schneien musste, und zwar nicht zu wenig. Er hoffte, dass die vier ihre Mäntel am Eingang an die Garderobe hängen würden, damit er beim Hinausgehen lange Finger machen konnte. Aber sie nahmen ihre Kleidung leider mit, als sie sich einen Tisch suchten. Einen der Männer erkannte Mandanges, denn er war der Überzeugung, den schon einmal im Auftrag des Phönixordens belauscht zu haben. Der andere, jüngere, war wegen des hochgeklappten Kragens seiner Jacke nicht zu erkennen. Abrupt entschloss Mandanges sich dazu, auch wenn es den Orden nicht mehr gab, wie damals den Betrunkenen zu mimen, um in Ruhe lauschen zu können. So könnte er selbst harmlos wirken und die Gruppe würde ihm keine Beachtung schenken. Das war eine Aufgabe, davon war er selbst überzeugt, die er hervorragend bewältigen könnte. Langsam lehnte er sich mit dem Ellbogen auf den Tisch, um den Oberkörper und Kopf etwas nach vorne fallen zu lassen, sodass man sein Gesicht nicht gut erkennen würde. Die Augenlider etwas gesenkt, griff er mit beiden Händen nach seinem Glas Whisky, um leise in ein gemurmeltes Selbstgespräch zu verfallen, sodass jeder, der ihn jetzt erblickte, ihm jegliche Nüchternheit absprechen würde. Wie erhofft, setzten sich die gerade eingetroffenen Muggel an den großen Tisch, der nur mit einer hölzernen spanischen Wand von dem seinen getrennt war. Durch die gemusterten Löcher der Abtrennung zwischen den Tischen konnte er alles bestens hören. »Langsam macht er mir Angst«, sagte die ältere Frau, die Mandanges über 60 Jahre schätzte. »Mir macht es Angst«, begann eine andere Frau, »dass man es anscheinend wirklich auf ihn abgesehen hat. Habt ihr gesehen, wie stark er geblutet hat?« Ihr Ehemann versuchte zu erklären:
Es ist aber nicht auszuschließen, dass das eine völlig normale Ursache haben könnte, meine Liebe. Normal? Fragte sie spöttisch zurück. Ich hatte noch nie Nasenbluten in solchem Ausmaß. Erzähl mir nicht, das wäre normal. Ich wollte mit normal auch nur sagen... Der Mann senkte seine Stimme, aber Mandanges hörte ihn trotzdem. Dass es nicht mit Zauberei zu tun haben muss. Es kann auch andere Gründe dafür geben. Er fügt es sich bestimmt selbst zu, sagte die ältere Frau mit verärgerter Stimme. Nein, Eleanor, das glaube ich nicht. Warum sollte er? Wenn er uns weiß machen möchte, dass man ihm mit einem Schadenszauber das Leben zur Hölle macht, damit wir brav an seiner Seite bleiben, warum hat er dann so viele von uns vor den Kopf gestoßen? Warum hat er vorhin Alex und Arnold so niedergemacht, wo die doch die einzigen sind, die ihm noch wertvolle Informationen von drüben geben können? Die beiden letzten Namen waren Mandanges wohl bekannt, denn es handelte sich um die Squibs, von denen er mal wahrscheinlich während eines Ordenstreffens gehört hatte. Wir sind jetzt nur noch 24 Personen und ich denke, dass nach Hopkins letztem Anfall noch ein paar gehen werden, sagte der Mann um die 40. Wenn ich ehrlich bin, fügte er leise hinzu, dann will ich diesen Mann nicht mehr unterstützen. Dann will ich diesen Mann nicht mehr unterstützen. Seine Frau fragte erbost. Ja, willst du denn gar nicht die Männer zur Rechenschaft ziehen, die unsere Söhne einfach... Die Stimme der Ehefrau begann zu zittern, sodass sie sich eine Hand auf den Mund legte. Claudine, ich verstehe dich ja. Ich würde diese Mistkerle gern selbst zur Strecke bringen. Aber was, wenn die gar nicht mehr leben oder im Gefängnis sitzen? Fragte ihr Mann. Mandanges hörte das erste Mal den jungen Mann sprechen und er konnte einen leichten spanischen Akzent ausmachen, als dieser vorsichtig fragte. Was ist mit euren Söhnen geschehen? Der Mann holte einmal tief Luft. Eines Nachts kamen 5 ganz in schwarz gekleidete Männer auf unseren Hof. Er hielt inne, weil seine Frau aufstand und unterbrach. Ich bin mal eben woanders. Eleanor, kommst du mit? Die Ältere stand auf und leistete Claudine Gesellschaft. Sie erträgt es nicht, wenn ich darüber rede, entschuldigte sich der Mann. 5 in schwarz gekleidete Männer, wiederholte der Jüngere. Ja, die kamen nachts auf unseren Hof und sperrten Claudine und mich in den Stall. Wir wollten nur durch ein kleines Fenster sehen, was draußen geschah. 2 von unseren Söhnen haben sie sofort umgebracht. Ich hatte keine Ahnung, wie sie das getan haben. Sie haben ihre Holzstäbe auf sie gerichtet und etwas gesagt. Da glimmte alles grün und mit einem Male lagen sie am Boden. Man konnte dem Mann anhören, dass es ihm nicht leicht fiel, über diesen Vorfall zu sprechen. Mit zittriger Stimme erklärte er, sodass auch Mandanges jedes Wort hören konnte. Mein Jüngster, David, der war gerade 15 Jahre alt. Sie haben ihn... Er holte tief Luft. Sie haben ihn gequält. Ich weiß nicht wie, aber er krümmte sich minutenlang vor Schmerzen auf dem Boden. Ich wollte über das Mobiltelefon die Polizei rufen, aber die Verbindung war gestört. Als die Gestalten spurlos verschwunden waren, habe ich endlich die Polizei rufen können. Sie haben uns befreit. Von den Tätern gab es weit und breit keine Spur. Der einzige Beweis für ihren Besuch waren die 3 toten Körper unserer Kinder, die sie ins Schweinegehege geworfen hatten. Nach einer ganzen Weile sagte der junge Mann, der offensichtlich um Worte verlegen war. Das tut mir so leid. Das muss grauenvoll gewesen sein. Noch viel grauenvoller war, als die Ärzte mitteilten, dass bei allen 3 kein unnatürlicher Tod festgestellt werden konnte. Bei den älteren beiden haben sie einfach nur Herzstillstand auf ihren Bericht geschrieben. Und bei David war es angeblich ein Schlaganfall gewesen. Mit 15 Jahren. Niemand hat uns geglaubt, dass wir überfallen worden waren. Nicht ein einziger. Die Stimme des Mannes war ein wenig lauter geworden, doch er beruhigte sich schon wieder, bevor er erklärte. Niemand hat uns geglaubt, bis wir Hopkins getroffen haben
und der hat uns über die Zaubererwelt aufgeklärt. Da machte plötzlich alles Sinn. Die Holzstäbe, die schwarzen Kutten und der plötzliche Tod unserer Kinder. Überzeugt hat er uns mit einer Zeitung, in der sich die Bilder bewegten. Ich habe vorher noch nie etwas derartiges gesehen. Für Claudine und mich war klar, dass es Zauberer gewesen sein mussten, die unsere Kinder umgebracht haben. Claudine und Eleanor waren noch immer nicht zurück, sodass die beiden Männer sich zu Mandanges Glück noch ein wenig unterhielten. Der Ehemann hatte einen großen Schluck Whisky genommen, bevor er sagte: Wir sind schon seit Jahren mit dabei und ich denke, ich habe einen guten Überblick über diese Zaubererwelt erhalten. Du hast den Tagespropheten ja auch mehr als nur einmal gelesen, oder? Der junge Mann schien nur zu nicken, denn Mandanges hörte wieder den Älteren von den beiden sprechen. Ich bin mir sicher, dass diese finstere Gestalten, welche von diesen Todessern waren, von dem die Zeitung geschrieben hat. Verstehst du, Junge? Die sind selbst bei denen Verbrecher. Ich habe jeden verdammten Artikel gelesen, sobald Alex ein neues Exemplar mitgebracht hat, und ich habe mittlerweile nicht den Eindruck, dass die alle gefährlich sind. Aber Hopkins sagt... Der junge Mann wurde unwirsch unterbrochen. Was Hopkins sagt, ist mir gleich. Der Mann seufzte. Entschuldige, ich wollte nicht so grantig werden. Ich habe gehört, dass du deine Mutter damals verloren hast. Wahrscheinlich auf die gleiche Art, nicht wahr? Der junge Mann kam ins Stottern. Sie haben ihr... Man hatte sie... Meine... Mutter hat sich danach das Leben genommen, weil sie es nicht ertragen hat. Wie alt warst du da? 12, erwiderte der junge Mann zaghaft. In so jungen Jahren seine Mutter zu verlieren, ist ein harter Schicksalsschlag. Wann hat dein Vater Hopkins kennengelernt? Fragte der Ältere am Tisch. Während der Beerdigung. So lange kennt Alejandro ihn schon? Das wusste ich gar nicht. Nach einer kurzen Pause fragte der Mann: Hast du das Mädchen für böse gehalten? Mandanges hörte ganz genau hin, um vielleicht noch den Namen des Mädchens zu erfahren, damit er mit seinen Informationen über Hopkins Anhänger beim Minister oder bei Dumbledore Eindruck schinden konnte. Der junge Mann hatte noch immer nicht geantwortet, sodass der Ältere nochmals fragte: War sie dir unheimlich oder kam sie dir normal vor? Ich frage nur, weil ich gelesen habe, dass einige aus unserer Welt mit diesen Kräften geboren werden und... Jetzt unterbrach ihn der junge Mann. Das ist kein Geschenk des Himmels. Es sind Hexenkräfte. Die gehören auf den Scheiterhaufen. Sich langsam aufrecht hinsitzend, führte Mandanges das Glas zum Mund, um einen Schluck zu nehmen, während er die Gelegenheit nutzen wollte, mit einem Auge einen Blick durch die spanische Wand zu riskieren, um endlich den jungen Mann genauer betrachten zu können. Als er für einen Moment glaubte, Harry Potter zu erblicken, da verschluckte er sich und spuckte etwas von dem guten Whisky auf den Tisch. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.